Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, draußen an den Bildschirmen im Namen von Hauck und Aufhäuser zu unserer Talkrunde Das neue Leben. Sehr gerne hätten wir Sie natürlich persönlich zu einer Veranstaltung begrüßt, ein Glas Wein getrunken, vielleicht zwei, zu Gesprächen, so wie wir das früher gewohnt waren, bis dann eben auf einmal alles anders kam. Inzwischen wächst die Ungeduld, endlich zur Normalität zurückzukehren. Aber es scheint, als müssten wir eben immer doch noch eine Schleife drehen. Daher ist diese Veranstaltung zu einer hybriden Reise durch Berlin geworden. Wir sitzen hier im Studio natürlich alle Corona getestet und auf Abstand. Sie sind an den Bildschirmen und wir wollen Sie mitnehmen auf diese kleine Reise. Bevor wir eintauchen ins Thema, möchte ich Ihnen gerne die Gäste vorstellen, die heute Abend mit mir und mit Ihnen für Sie über das neue Leben diskutieren und sprechen werden. Da ist zum einen zugeschaltet aus Nürnberg Aya Jaff. Sie ist Programmiererin, Unternehmerin und Börsenguru. Das sind nur einige Bezeichnungen, die die Zeitschrift Vogue für Sie im September gefunden hat. Sie ist zugeschaltet, aber trotzdem natürlich live und sehr lebhaft dabei bei unserer Diskussion. Chris Bartz, er ist CEO und Gründer von Elinvar. Hallo Aya. Dieses Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen digitalisiert und maximal individualisiert. Herzlich willkommen, Chris Bartz. Hallo. Gabor Steingart, unser Gastgeber auf dem Schiff hier, bekannt als ehemaliger leitender Redakteur beim Spiegel, Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatts, Herausgeber des Morning Briefing und dann Gründer und Eigentümer des Medienunternehmens Media Pioneer. Und Michael Wendlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck und Aufhäuser, unser Gastgeber für die gesamte Veranstaltung. Er kennt das Bankgeschäft seit Jahrzehnten wie seine Westentasche und weiß, welche Herausforderungen die Digitalisierung für traditionelle Banken bereithält. Herzlich willkommen an Sie alle und die ersten Fragen sozusagen noch abseits vom neuen Leben. Herr Steingart, an Sie. Wo sind wir hier? Was ist dieses Schiff, das darf ich schon mal verraten. Ich weiß gar nicht, ob die Leute an dem Bildschirm das schon gesehen haben. Ja, ich hoffe, man spürt es und sieht es vielleicht auch. Wir sind auf der Pioneer One. Das ist ein Medienschiff, ein Neubau. Das einzige Elektroschiff hier in Berlin. Wir fahren rein elektrisch, 230 PS. Wir sitzen praktisch auf den Batterien hier. Das Ganze ist 40 Meter lang, 7 Meter breit. Zum Vergleich, ich habe mal geguckt, die Mayflower, also das Schiff, mit dem unsere Vorfahren nach Amerika sind, war 12 Meter kürzer. 12 Meter kürzer, da hat man mal ein Gefühl, was die für ein Risiko gegangen sind, als sie über den Atlantik gegangen sind damit. Wir fahren hier nur auf der Spree. Hier arbeiten normalerweise Redakteure und Redakteurinnen. Das wäre meine Frage. Was passiert mit diesem Schiff oder auf diesem Schiff, wenn man eben nicht gerade so eine schöne Veranstaltung hat wie heute Abend? Also hier, das, wo wir jetzt sitzen, ist eigentlich der Newsroom. Und ich würde sagen, das dauert so, naja, mit den Kameras jetzt länger, aber normal 15 Minuten. Dann stehen hier Tische und dann sind die Laptops angeschlossen. Und dann werden hier Podcasts produziert, Videos oder eben Texte für The Pioneer. Wo fahren wir denn jetzt hin während unseres Talks? Ich glaube, wir haben sogar die Gelegenheit, unsere Zuschauer mal einen Blick nach draußen werfen zu lassen. Ja, wenn wir mal nach draußen schalten könnten. Wir fahren eigentlich in der Sekunde, reiner Zufall, über den tatsächlich architektonischen Mittelpunkt der Berliner Republik. Auf der einen Seite die Freitreppe mit ein paar tausend Menschen, die dahin passen. Auf der anderen Seite das griechische Amphortheater sozusagen, wo auch ein paar tausend Leute hinpassen und der Reichstag. Und von den Leuten, die das konzipiert haben, von den Architekten des Regierungsviertels, ist das hier der Mittelpunkt der Republik, durch den wir gerade fahren, am Reichstag vorbei, dann zu Frau Merkel, zum Bundeskanzleramt. Und ich glaube, wir drehen kurz vom Bundespräsidenten. Ja, dann können wir sicherlich auch, während wir hier sprechen, immer mal wieder einen Blick nach draußen werfen mit unserem Publikum. Und das ist also nun die aktuelle Form der Veranstaltungen. Ich möchte nicht gerade sagen, die neue Form der Veranstaltungen, denn ich persönlich hoffe sehr, dass persönliche Begegnungen und Veranstaltungen mit Menschen bald wieder möglich sind. Das ist ein Wunsch, aber was hält das neue Leben tatsächlich für uns bereit? Es geht für uns in Deutschland nicht nur um ein Leben nach Corona, sondern es geht auch um eine Bundestagswahl, in der möglicherweise politisch ganz neue Weichen gestellt werden. Es geht um Freiheits- und Grundrechte, die in einer Art und Weise beschnitten sind, wie wir das bisher in der Bundesrepublik nicht kennen. Ein Freund sagte gestern zu mir, früher haben wir von Fernreisen gesprochen, heute erzählen wir vom Impfen. Es geht um Digitalisierung, die durch Corona einen Schub bekommen hat. Trotzdem hinkt Deutschland im weltweiten Vergleich hinterher. Die Telekom zum Beispiel warnt,
Europa würde zur digitalen Kolonie, wenn nicht Chancengleichheit vor allem mit den großen Technologiekonzernen in Amerika hergestellt wird. Im Januar, als wir diese Veranstaltung kurzfristig verschieben mussten, mussten wir realisieren, dass der Lockdown eben doch noch mal in die Verlängerung geht. Und wir haben festgestellt, es geht mit dem Impfen und dem Testen nicht so reibungslos, wie wir uns das wünschen würden. Die Börse allerdings ist ganz unbeirrt weitergeklettert über die Marke von 15.000. Die hat der DAX quasi im Handstreich genommen. Und auch wenn es noch als ein weiter Weg erscheint, so sprechen Experten doch schon von der 16.000 und halten sie bereits in den nächsten Monaten für denkbar. Die Börse hat sich unglaublich schnell erholt nach dem Corona-Schock im vergangenen März. Sie hat auf eine wirtschaftliche Erholung gesetzt, auf die Post-Corona-Konjunktur. Das klingt inzwischen abgestanden, aber es ist eben immer noch aktuell. Die Börsen haben in den letzten 12 Monaten den stärksten Anstieg seit 1934 aufs Parkett gelegt. Das ist der stärkste Anstieg seit 1934, eben nach der Weltwirtschaftskrise. Es gibt allerdings auch immer mehr Kritik an der Corona-Politik. Beispielsweise sagte Chris Töller, der Chef vom Unternehmen Fressnapf, kürzlich dem Handelsblatt, es fehlt die Balance zwischen Gesundheitsschutz und den sozialen und ökonomischen Interessen. Und er beklagt, dass er aufgrund der Beschränkungen und der vielen Menschen im Homeoffice den Puls des Unternehmens nicht mehr ganz unmittelbar fühlen könnte. Und dabei ist Fressnapf eigentlich noch eines der Unternehmen, das profitiert von der Corona-Pandemie, weil es einen regelrechten Haustierboom gibt. So viel also zum aktuellen Stimmungsbild. Was können wir nun daraus machen? Herr Steingart, ganz so stoisch wie die Börse sind viele Bürger inzwischen nicht mehr. Auch die Unternehmer werden ungeduldig, wenn es um Lockdowns und Notbremsen geht. Ist unsere Bundesregierung noch auf dem richtigen Weg? Tja, war sie überhaupt je auf dem richtigen Weg in dieser Pandemie? Also von den Masken, die man am Anfang für unsinnig hielt, dann für sinnvoll, aber nicht hatte, bis hin zur nicht vorhandenen digitalen App und allen weiteren digitalen Übertragungswegen, bis zum Einkauf der Impfstoffe, eigentlich ein großes Missmanagement. Ich glaube schon, dass es hinterher lohnen wird, eine Art Untersuchungsausschuss zu machen, wo die Genese dieser teuersten Veranstaltung ja auch für den Steuerzahler und tatsächlich auch Menschenleben kostenden Veranstaltungen, das muss aufgearbeitet werden. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass Amerika 220 Millionen Impfdosen verimpft hat? Wir wären demnach schon seit anderthalb Monaten durch als kleines Land. Ein Land von unserer Größe, 80 versus 350 Millionen Amerikaner, wir wären längst durch und sind es wahrscheinlich bis zum Herbst erst. Also insofern, nein, da ist nicht viel gelungen, muss man sagen. Leider. Und man kann es an den Umfragen auch ein Stück weit ablesen. Die sprechen eine deutliche Sprache. Die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat momentan gute Chancen, die neue Kanzlerin zu werden. Ist das eine Momentaufnahme oder könnte das ein Trend werden? Also in der Politik immer nur Momentaufnahme. Aber sie ist Projektionsfläche für das Gefühl der Leute, dass diese Regierung es nicht kann. Diese Regierung heißt aber, da sind ja alle drei großen Volksparteien drin, CDU, CSU, SPD insofern, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber die Grünen sind zur Projektionsfläche von Sehnsüchten nach Erneuerung, nach Aufbruch, nach Menschen, die vielleicht weniger sich mit Machtfragen beschäftigen. Und was wird aus mir? Das ist ja die häufigste Frage hier in Berlin. Was wird aus mir? Nicht, was wird aus Deutschland? Und da gibt es eine Sehnsucht, glaube ich, nach der Frage, was wird eigentlich aus dem Land? Was wird aus den Kindern? Was wird aus der Umwelt? Also ein paar Sachfragen interessieren die Leute doch viel mehr, als was wird aus Armin Laschet und Markus Söder? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ging sehr viel um Personen in der letzten Zeit. Allerdings, es wird natürlich nicht ohne eine Koalition gehen. Also ich glaube, so viel ist ganz sicher. Hm. Was würde Schwarz-Grün-Gelb für Deutschland bedeuten? Oder könnte es sogar schwarz-rot-gelb werden? Ich glaube, das ist wirklich zu früh. Aber ohne die Grünen wird es keine Regierungsbildung geben. Das, glaube ich, kann man sagen. Die Grünen sind der dominante Spieler, der Mehrheitsbeschaffer für jedwede Farbkombination. Es gibt keine praktisch denkbare Kombination ohne die Grünen. Das heißt, es lohnt sich schon, auf die Grünen zu schauen. Und damit werden sie auch Bedingungen stellen und diktieren können. Insofern wird es schon eine andere Regierung auch mit einer anderen Politik sein. Davon gehe ich fest aus. Aber muss nicht negativ sein. Nicht unbedingt eine grüne Kanzlerin. Aber warum nicht? Denkbar? Das,
Denkbar, ja, auf jeden Fall. Oder, Herr Bendlager, also in der Firma würde man sagen, wenn es die vorherige Truppe nicht geleimt bekommen hat, dann guckt man mal, ob in der zweiten oder dritten Reihe jemand ist, der es kann. Und das tun die Deutschen. Das würde jeder Aufsichtsrat jetzt auch tun. Der tauscht dann nicht im Vorstand nochmal um A gegen B, sondern der guckt zwei Ebenen tiefer oder vielleicht auch mal bei der Konkurrenz. Wer kann es eigentlich? Wobei der politische Weg ja eigentlich dann immer die klassische Kabinettsumbildung ist. Also vielleicht nicht mehr vor der Wahl, aber da hat man ja schon immer gerne A gegen B getauscht. Und genau das funktioniert jetzt nicht. Wenige Monate vor der Wahl im September ist soweit. Insofern würde ich schon sagen, dass die Kandidatin der Grünen eine Chance hat. Bin ich sehr bei Ihnen, Michael Bendlage. Sie sind Vorstandschef von einem Bankhaus mit Geschichte und Tradition. Wie navigieren Sie das Haus durch Corona und auch die zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung? Ja, wenn ich ein Jahr zurückblicke, muss ich sagen, war das Erste, was wir tun mussten, unsere Mitarbeiter im Grunde in Sicherheit bringen, ins Homeoffice schicken. Und das ist ehrlicherweise überraschend schnell gelungen, wie, glaube ich, vielen anderen Banken auch. Und war, wenn man so will, eine Art Belastungstest, wie resilient unsere Bank tatsächlich ist. Und es hat fantastisch funktioniert. Die Frage war dann, wie funktioniert eigentlich Führung aus dem Homeoffice heraus? Man sieht die Leute, spürt sie nicht mehr. Und haben dann punktuell immer wieder Umfragen gemacht unter den Mitarbeitern, wie es ihnen geht, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und wir haben überraschend positive Rückmeldungen bekommen. Die Leute fanden es sehr gut mit dem Homeoffice. Die Work-Life-Balance wurde besser. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass Privates und Geschäftliches vermischt und man morgens um 7 mit dem Bademantel schon vorm Schreibtisch sitzt und auch noch mal abends nach dem Abendessen. Alles eine ganz positive Entwicklung. Wir haben gleichzeitig Seminare, Online-Seminare unseren Führungskräften angeboten. Wie führt man virtuell? So ein ganz wichtiger Aspekt dabei war Klarheit in der Kommunikation, in der Aufgabenverteilung. Das war einer der Schlüsselpunkte. Und mit den Leuten sehr viel bilateral auch sprechen, um rauszufinden, ja, wie geht es den Leuten eigentlich so? Weil nicht jeder verfügt über ein großes Haus. Manche sind in beengten Verhältnissen und da ist es dann manchmal schwieriger gewesen. Das war so dieser Aspekt. Und wir haben dann angefangen, und eins muss ich noch dazu sagen, die gleiche Pandemie 20, 30 Jahre früher, die hätte so nicht funktionieren können. Wir hätten die Leute nicht ins Homeoffice schicken können. Eine Bank aus dem Homeoffice vor 20 Jahren hätte es nicht gegeben. Und das deutet schon darauf hin, wo wir uns hin ausrichten müssen, nämlich noch mehr digitalisieren, noch mehr automatisieren, noch mehr investieren in Innovation. Und so haben wir im letzten Jahr nicht nur überlegt, was sind eigentlich die Schlussfolgerungen der Pandemie für uns als Bank, sondern generell gegeben die vielen Megatrends, die wir im Moment haben. Und ich sage nur zwei, drei Stichwörter, Klimawandel, Blockchain oder auch künstliche Intelligenz. Was heißt das eigentlich für uns als Bank? Wie müssen wir uns umorientieren und ausrichten? Und das haben wir in den letzten 12 Monaten getan und, glaube ich, ein sehr schlagkräftiges Strategieprogramm mit vielen, vielen Initiativen auf den Weg gebracht. Können Sie das trotzdem nachvollziehen, was Thorsten Töller, der Fressnapf-Chef, gesagt hat, dass er den Puls des Unternehmens nicht mehr so richtig fühlt, weil eben die Mitarbeiter im Homeoffice sind? Ja, insbesondere in der Anfangszeit war das so. Aber man sitzt zu Hause und teilweise letztes Jahr im März, man hat keine Termine mehr, man sieht keine Leute und muss sich mit dieser Situation erstmal zurechtfinden und über andere Formate, Videoformate mit Leuten in Kontakt kommen. Man muss aber sagen, das Videoformat kann nie den persönlichen Kontakt ersetzen. Also mit Leuten, die man sehr gut kennt, funktioniert das auch hervorragend und man kriegt auch so ein bisschen mit, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut. Menschen, die man nicht so gut kennt, kann man über Video nicht lesen. Da kann man sich inhaltlich austauschen. Mehr ist nicht möglich. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen.
Und wenn man nun auf Ihre Bank mit Tradition schaut und bedenkt, dass ja Banken und Banker politisch traditionell eher konservativ eingestellt sind, wie positionieren Sie das Haus mit Blick auf eine möglicherweise grüne Regierung? Nun, ich würde sagen, wenn man die Überschriften der Grünen liest, des Parteiprogramms, dann liest sich das gut. Ja? Man will Unternehmertum fördern, man will viele Initiativen im Bereich Bildung, auch Klimaschutz in Gang setzen. Das ist alles prima. Nur die Umsetzung scheint mir schwierig zu sein, den Weg, den die Grünen beschreiten wollen, insbesondere in der Steuerpolitik. Ich glaube nicht, dass es ein geeignetes Mittel ist, Steuern zu erhöhen, um mehr Steuern einzunehmen. Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, wie Steuereinnahmen gesteigert werden, nämlich durch eine sehr gute Wirtschaftspolitik, dass das Land wächst. Damit steigen automatisch die Steuereinnahmen. Und ich möchte nur ein Beispiel bringen, nämlich die Abschaffung der Kapitalertragssteuer hin zu dem persönlichen Steuersatz. Wenn Sie heute die Kapitalertragssteuer sind 25%, wenn Sie in die Steuertabelle reinsehen, dann werden Sie feststellen, dass jede Familie mit einem zu versteuernden Einkommen ab 20.000 Euro bereits 25% Grenzsteuersatz bezahlt. Das heißt, die Veränderung hin zum persönlichen Steuersatz wird alle betreffen. Und ich glaube, die meisten Deutschen haben in Zinsanlagen investiert, die ohnehin sehr niedrig sind. Jetzt wird ihnen noch mehr weggenommen vor dem Hintergrund des Problems der Altersvorsorge. Und insofern würde ich mich freuen, wenn hier bis zur Bundestagswahl vielleicht darüber noch mal nachgedacht wird und das Steuerkonzept überarbeitet werden würde. Das wird sicherlich ganz schnell gehen. Die Erfahrung haben wir ja schon häufig gemacht. Meine Damen und Herren, ich glaube, vielleicht sollten wir ganz kurz mal Bescheid sagen, auch noch mal nach draußen gucken. Hier tobt gerade ein Gewitter. Es war auch windig. Deswegen hat da oben auf dem Deck dann mal irgendwas gepoltert. Da ist wahrscheinlich ein Stuhl umgefallen. Aber tatsächlich nehmen wir Sie nicht nur mit durch Berlin, sondern wir navigieren hier auch durch Wind und Wetter. Aber ich glaube, Sie sind hier trotzdem bei uns an der ganz richtigen Adresse. Hoffentlich gemütlich zu Hause mit einem Glas Wein oder einer Tasse Tee. Duff, Sie sind auch zu Hause. Sie sind zugeschaltet aus Nürnberg, Gründerin und Unternehmerin und Börsenguru, wie die Vogue schreibt. Was raten Sie Investoren aktuell angesichts heiß gelaufener Börsen, aber vielleicht auch mit dem Blick auf politische Veränderungen? Ja, ich finde es super wichtig, dass man das Thema Börse einfach für die Menschen einfach und verständlich erklärt. Deswegen bin ich ganz froh, dass die Vogue mich Börsenguru nennt, wenn auch der Titel ein bisschen irreführend sein könnte, weil ich wirklich einfach nur aufkläre. Und hier vielleicht auch einfach der Rat, den ich den meisten Menschen einfach weitergebe, die ganz neu in die Börse investieren. Es ist ja auch ein Anfängerbuch, was ich geschrieben habe. Für Leute, die sich mit der Börse ganz neu quasi auseinandersetzen, ist es super wichtig, dass sie nur in Dinge investieren, von denen sie wirklich was verstehen. Das heißt, nicht irgendwelchen Gerüchten folgen, nicht irgendwelchen, fast schon Fake News folgen, die sich vielleicht in der Familie irgendwie eingeschlichen haben und sagen, ich habe einfach nur ein gutes Bauchgefühl dabei, sondern einfach nur ein paar Werte sich rauspicken, wo sie das Gefühl haben, okay, ja, hier verstehe ich das Businessmodell. Und das erkenne ich als einen wahren Wert an. Idealerweise ist man selbst sogar Kunde des Unternehmens. So gehe ich zum Beispiel ganz gerne vor. Wenn ich das Produkt jetzt benutze, dann investiere ich auch gerne in das Unternehmen, weil ich daran glaube. Und das ist so der Tipp, den ich meinen Freunden zumindest sehr gerne gebe, weil ich auch das Gefühl habe, dass Menschen, wenn sie nach dieser Ethik gehen, auch viel mehr an auch hellhörig werden bei Trends, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich meine Generation auch verändert hat über die letzten Jahre. Wir haben unseren Lebensstil verändert, indem wir vegetarisch geworden sind, also viele von uns. Wir haben immer mehr gelernt, aufs Auto zu verzichten. Wir sind viel, viel nachhaltiger geworden. Wenn es um unsere Lebensweise, also generell geht, wir achten mehr auf unsere Kleidung, woher Dinge stammen, die wir benutzen und
ob das aus Plastik ist oder nicht. Und das finde ich dann schon super wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden selbst repräsentiert in ihrem Portfolio. Heißt das aber, dass man Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, dann vielleicht auch nicht aufnehmen sollte in sein Depot? Also dieser Tipp gilt wirklich nur für mich selbst. Das ist meine Anlagestrategie. Ich bin der Meinung, dass es auch ganz gut ohne geht. Wenn man investiert in Unternehmen, die man glaubt, die dann nachhaltig sind, weil man selbst auch überzeugt ist, dass das Zukunft ist, dann sollte man dabei bleiben und beispielsweise nicht in Öl investieren oder eben auch nicht in Rüstungsexporte. Aber das bleibt jedem natürlich am Ende selbst überlassen. Ich bin der Ansicht, dass die jüngste Generation und auch meine Generation, also Generation Y und Z, da schon einen Fokus darauf legen, dass das nachhaltige Geschäftsmodelle sind und dass das ein Trend ist, der gekommen ist, um zu bleiben. Nun hat ja der Corona-Börsenboom, also steigende Kurse locken ja immer auch Anleger an, tatsächlich dazu geführt, dass die Anlegerzahlen gestiegen sind um etwa 20%. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch immer gleich etwas Gier einerseits und auf der anderen Seite dann eben auch Bauchlandungen wie zum Beispiel der Wirecard-Skandal, der tatsächlich viele viel Geld gekostet hat, manche sogar ruiniert hat. Was sind die Lehren daraus, Ihrer Meinung nach? Also meiner Meinung nach hat der Wirecard-Skandal vor allem Leuten wehgetan, natürlich, die nicht genug diversifiziert haben. Das heißt, Menschen, die wirklich nicht darauf geachtet haben, dass sie in viele verschiedene Werte investieren und nicht nur quasi alle Eier in einen Korb legen, die hat es natürlich sehr hart getroffen. Das verstehe ich, auch wenn sie sich dann natürlich dann eher weniger schnell an andere Aktien rantrauen. Aber das ist so das, was in jedem Börsenbuch so ein bisschen drinsteht. Ne? Diversifikation, das ist das große Mantra. Ich beispielsweise habe in verschiedene ETFs investiert. Ich habe mir wirklich ganz verschiedene Körbe geschnürt, die meinen Interessen auch ganz gut entsprechen. Und da achte ich dann so drauf, okay, falls ich mal wirklich schief liegen sollte, dann ist es nicht so schlimm, dann ist es nicht so tragisch. Weil darum geht es dann auch. Man kann nicht alles wissen. Und auch wenn man sagt, man kann das Geschäftsmodell zwar von außen verstehen, kann es immer noch Dinge geben, die man einfach viel zu spät erfährt oder auch die wirklich bewusst verschwiegen werden. Und dafür muss einfach Raum gelassen werden, sowohl finanziell, aber auch quasi für das eigene Gewissen, dass man sagt, okay, ich kann einfach nicht alles wissen. Und das ist die Art und Weise, wie man sich schützt, indem man diversifiziert. Kommen wir zum anderen Thema. Chris Bartz, Corona hat Deutschland ja notgedrungen in die Digitalisierung getrieben. Herr Bentlager hat das gerade auch schon von der Bank berichtet. Haben die Unternehmen und die Wirtschaft in Deutschland hier echte Fortschritte gemacht oder gab es doch auch viele halbherzige Lösungen? Also ich tue mich immer schwer mit halbherzig, weil da direkt so eine Verurteilung drin ist. Ich würde sagen, wir haben in den letzten 12 Monaten allesamt deutlich breiter erlebt, wo die Vorteile von Digitalisierung sind. Und wir haben gerade im Frontend, wie es so schön heißt, also in der direkten Interaktion, auch viel mehr Digitalisierung gespürt. Dinge haben online stattgefunden statt auf Papier. Das ist das, was auch viele mit Digitalisierung verbinden. Ich glaube aber, dass wir Gefahr laufen, dass wir gerade in Deutschland und vielleicht sogar wegen dieser Entwicklung unterschätzen, worum es in der Digitalisierung eigentlich geht. Weil Digitalisierung ist von der Logik her das Handling von Daten. Das hat viel zu tun mit Infrastruktur, das hat viel zu tun mit dem eigentlichen Backend, mit dem, was dahinter liegt. Das hat zum Beispiel auch viel damit zu tun, Individualisierung darzustellen, also Daten so zu nutzen, dass jeder Kunde das für ihn Richtige oder für sie Richtige bekommt. Und da haben wir in Deutschland leider nicht viele Fortschritte gemacht. Ganz im Gegenteil, wir sehen immer noch, dass sehr viele Industrien und fairerweise auch die Finanzdienstleistungsindustrie in Gänze gesprochen, IT hat, die 20 Jahre alt ist. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Banking und wir sind selber ein Unternehmen, was mit Banken zusammenarbeitet. Und bei uns sind alle Anwendungen auch deshalb auf den ältesten Windows-Browser noch aktualisiert oder adaptionsfähig, weil das der häufig genutzte ist in Banken. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass Digitalisierung viel damit zu tun hat, auch wirklich ins Backend zu investieren, längerfristige Projekte zu machen und dass es eben nicht nur darum geht, ein hübsches Frontend oder eine hübsche App zu haben, sondern dass wir diese Projekte angehen müssen.
Und das ist auch da, wo wir momentan ja als Europa die strategischen Nachteile erfahren. Also wenn wir eine Diskussion haben rund um Datenschutz, rund um Cloud-Infrastruktur, Themen wie Gaia-X, dann sind da unsere Probleme, weil wir halt leider nicht das strategisch angehen, sondern weil wir auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen da was tun und auf der anderen Seite aber Themen suchen, die man in 2 Wochen spürt. Und das ist ein Widerspruch, der nicht lösbar ist. Wird Digitalisierung missverstanden in Deutschland? Ich glaube, zu kurz gedacht. Ich glaube, zu sehr im Frontend, zu sehr in der App, zu sehr in dem, was man spürt. Und sogar auch in der Rechtfertigung, so nach dem Motto, wir diskutieren dann bei Corona darüber, ob es eine App gibt. Wir diskutieren aber weniger darüber, ob wir in der Lage sind, Daten so zu handeln, dass Gesundheitsämter in der Lage sind, Menschen korrekt zuzuordnen und in der Impfreihenfolge korrekt anzusprechen. Und wenn ich dann höre, dass manche Bundesländer nach dem Vornamen geraten haben, wie alt denn wohl die Person ist, dann ist das das eigentliche Problem. Und ich glaube, da müssen wir deutlich mehr tun und da müssen wir eigentlich ran. Das sind aber schwerere Schritte und da muss man auch Menschen anders mitnehmen, weil das eben nicht dieser Kurzfristerfolg ist. Natürlich, wenn mich jemand fragt, ist Digitalisierung da? Ist ja viel schöner, wenn ich zeige, guck mal, ich habe die schöne App, Digitalisierung läuft bei mir. Wenn ich aber sage, ja, ich muss übrigens jetzt mal 3 Jahre in Infrastruktur investieren und dann wirst du was spüren, dann ist das die schwerer zu verkaufende Geschichte. Und das ist aber das, was wir eigentlich tun müssen. Und das ist das, was in Amerika folgt ist. Die Unternehmen, die wir heute haben, die dort erfolgreich sind, die wir diskutieren, die sind auch nicht alle innerhalb von 4 Wochen entstanden, sondern da ist sehr viel investiert worden in wirklich Grundlage, die dann jetzt sich bezahlt macht. Aber das war ja letztlich gerade auch das Problem bei Wirecard. Wirecard ist quasi auf der grünen Wiese als das erste echte deutsche digitale Unternehmen entstanden. Und dann war es einfach ein riesengroßer Betrug. Wie können wir uns der Digitalisierung tatsächlich erfolgreich nähern? Muss alles ganz neu gedacht werden? Oder baut man tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, an den alten Windows-Browser irgendwie an? Ich glaube erstens, dass wir in Deutschland tatsächlich auch vorher schon digitale Unternehmen haben. Sowas wie SAP würde ich jetzt nicht unterschätzen. Also es gibt ja erfreulicherweise auch in Deutschland Erfolgsstories. Ich würde sogar sagen, Wirecard ist in vielerlei Hinsicht eigentlich, wie wir jetzt auch alle gelernt haben, eben kein digitales Unternehmen an erster Stelle, sondern man könnte durchaus diskutieren, dass es eher ein Betrugslogik und ein Schneeballsystem war, wo man am Ende gerade mit nicht in Deutschland regulierten Einheiten dann Buchungstricks gemacht hat in einfachster Art und Weise. Das heißt, darum ist Wirecard aus meiner Sicht kein gutes Beispiel. Und man merkt ja auch, dass die eigentliche Innovationsförderung sich eher bewegt in so Dingen wie, wo machen wir denn Grundlagenforschung? Wo investieren wir in Infrastruktur? Wo investieren wir denn in tatsächliche Innovation? Ein Beispiel, was ich mal bewegend finde, in Amerika gibt es ein Programm, das heißt DARPA. Am Ende, ursprünglich mal militärisch getrieben, geht es darum, Sprunginnovationen zu investieren. Also Dinge, von denen wir heute nicht wissen, ob sie wirklich funktionieren werden. Selbstfahrende Auto, ursprünglich mal das Internet. Diese Projekte sind daraus entstanden. In Europa geben wir unterm Strich, wenn die Studien stimmen, ich habe sie selber nicht gemacht, mehr Geld für Innovation aus, aber mit weniger Erfolg. Warum? Weil wir irgendwie der Meinung sind, wir müssen jedem was geben und wir müssen in der Breite verteilen, statt zu sagen, wir nehmen wirklich mal den Mut und setzen auf strategische Initiativen an, wie wir glauben, leben damit, dass von 5 auch mal eine nicht funktionieren wird, aber sind auch bereit, in Sprünge und Innovationen wirklich zu investieren. Das, was wir eigentlich an anderen Stellen bewiesen haben. Warum ist Deutschland in der Industrie so erfolgreich? Weil wir auch jahrelang wirklich in industrielle Infrastruktur investiert haben, weil wir in Logistik investiert haben und weil wir da viele Voraussetzungen genommen haben. Warum tun wir uns heute schwer? Vielleicht, weil wir zu satt sind und deshalb irgendwie sagen, ja, Bewahrung ist gut, Risiken sind schlecht. Und wir haben nicht wirklich ein hohes Incentive, Mut zu haben, in Neues zu investieren. Da haben andere deutlich mehr Incentive, das zu tun. Herr Steingart, wir sind ja eigentlich gerade an so einer Stelle, da müssen wir uns verändern. Also gucken wir mal aufs Reisen. Ja, es wird nicht mehr gereist, die Menschen bleiben zu Hause, Geschäftsreisen, die Fluglinien müssen sich neu erfinden oder zumindest mal gründlich überdenken. Ist das ein Teil der Veränderung? Wie veränderungsfähig sind wir? Also was wird das neue Normal sein? Das wird sich finden. Das ist eine Suchbewegung, glaube ich. Eine teils politische, gesellschaftliche, kulturelle. Was möchte man? Die Nachhaltigkeit, über die wir gesprochen haben, ist ja nicht technologisch bedingt, sondern die ist bedingt, dass die Menschheit beschlossen hat, die Jüngeren insbesondere, dass wir das so nicht weitermachen sollten. Das hat ja gar nichts mit digital zu tun. Das Digitale ist das Werkzeug. Aber die Grundmotivation kommt aus Menschen, was zu verändern. Und ich glaube, die Digitalisierung ist viel zu kurz tatsächlich gesprungen. Wir leben im Zeitalter von Disruption. Und die geht viel darüber hinaus. Das Elektroauto hat ja auch was mit Digitalisierung zu tun, aber nicht nur. Neulich war bei mir ein junger Mann aus Israel, Milliardär, wie ich dann gelesen habe schon. Der hatte ein Instrument mitgebracht, wenn man so will, eine Brille, mit der Blinde sehen können. Weil diese Brille Videokameras hat und die konnte ein Buch lesen oder eine Speisekarte oder einen U-Bahn-Fahrplan, Straßenschilder.
in 23 Sprachen. Und hinten in dem Bügel der Brille war der Lautsprecher sozusagen. Und wir haben das bei uns im Studio ausprobiert. Ich habe ihm irgendein Buch gegeben und habe dann selber die Brille aufgesetzt und es funktionierte. Also das hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Also irgendein Mensch hat disruptiv gedacht. Ich habe neulich mit einem Chemiker darüber diskutiert, dass die moderne Pharmafirma macht nicht Pillen, sondern die misst Augenflüssigkeiten und die sagt schon gleich dem Körper, bevor er die Pille braucht, welche Substanz er gerade untersäuert ist oder übersäuert ist. Und der Körper reguliert sich sozusagen über die Zufuhr von Chemikalien, wenn man so will, bevor er krank wird. Bevor er irgendwas ausfällt, zum Arzt geht, Attest und dann eine Pille nimmt mit diesem Wirkstoff, der ihm seit 10 Jahren vielleicht schon fehlt. So, und das finde ich spannend. Praktisch das berührt alle Branchen, das berührt unser Leben. Und wir selber sind Teil davon. Das ist keine Bedrohung. Wir haben Riesenvorteile für den Blinden zum Beispiel. Aber Bedrohung, das ist genau das richtige Stichwort. Das heißt ja jetzt, dass die neuen Tesla-Modelle selber feststellen, wenn sie Ersatzteile brauchen. Und dann sagt natürlich unser eins, der Super-GAU ist doch, wenn ich auf mein Girokonto gucke und feststelle, mein Auto hat sich gerade selber neue Reifen bestellt. Das kann doch von uns eigentlich keiner irgendwie verkraften. Das ist jetzt natürlich so um zwei Ecken gedacht, aber da haben wir doch ein großes Problem auch mit dem Datenschutz. Lässt sich das hier irgendwie einpflanzen? Warum? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie es besser, weil Sie sich auskennen in dem Thema. Ich hätte gesagt, die Frage, da sind ja ganz viele Annahmen drin. Und wenn jetzt zum Beispiel der Tesla, um bei dem Beispiel zu bleiben, obwohl ich das jetzt nicht im Detail kenne, aber wenn der Tesla noch kurz überprüft, ob denn genug Geld da ist, dann ist ja nicht gegeben, dass der jetzt eine schlechte Entscheidung treffen muss. Also für mich ist der Link zwischen Nachhaltigkeit... Aber vielleicht will ich das Geld für was anderes ausgeben. Und da wird aber das Interessante. Für mich ist der Link zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dass es am Ende darum geht, dass wir nachhaltige Lösungen entstehen dann, wenn Partnerschaften gemeinsam erfolgreich sind und wenn ich unterschiedliche Interessen ausbalanciere. Das haben wir heute auch beim Bundesverfassungsgerichtsurteil ja wieder vorgelesen bekommen. Es geht darum, den Ausgleich zwischen zwei Generationen zu schaffen. So, wir haben das gleiche Diskussion, wenn wir jetzt darüber reden, dass ich sage, ich brauche eine nachhaltige Lösung, wo zum Beispiel dann ein Provider und ein Kunde erfolgreich miteinander arbeiten. Wenn der Provider zulasten des Kunden agiert, ist das nicht nachhaltig, weil irgendwann ist der Kunde unzufrieden, rennt weg. Und wenn der Kunde dauerhaft den Provider über den Tisch zieht, also gerade im B2B, dann funktioniert das auch nicht. Wir haben in Deutschland sehr viele erfolgreiche Ökosysteme, wo das seit Jahrzehnten sehr gut funktioniert. Beispiel Automobilindustrie, Zulieferindustrie hängt da dran. Da entstehen Partnerschaften, die nachhaltig sind. Aber das merken wir jetzt im Kontext Digitalisierung. Bin schon bei Ihnen, man möchte eine Entscheidungsgewalt haben. Und über das Konto und über das Geld muss man eine haben. Das muss der Bendler sagen. Am Ende darf kein Fremder Zugang haben. Andererseits, als Student habe ich so einen alten Mercedes gefahren und dann blieb ich auf der Autobahn liegen, weil der Auspuff abgefallen war. Wenn mir das eine moderne Technik vorher gesagt hätte, hätte ich immer noch die Option, ich kann mir den Auspuff jetzt nicht leisten, ich fahre nicht. Aber das, was ich da angerichtet habe, ich kam unpünktlich zur Freundin damals in Bremen. Ich hatte keine ADAC-Mitgliedschaft, also kurz und gut, Sie können sich alle vorstellen, was das bedeutet. Und kein Handy. Kein Handy, wenn auf der Autobahn so ein blöder Auspuff bei so einer Karre abfällt. So, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gehandelt oder nicht gehandelt. Auf jeden Fall wäre ich nicht auf die Straße gegangen. Und das können Sie auf alle Themen übertragen. Aber ich hätte gerne eine Handlungsoption in der Tat, bevor der mir das Auto rund erneuert als Student und ich habe keine Kohle. Das geht auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine reine Einstellungssache. Ja. Die Tatsache, was entscheidend ist, ist, die Technologie existiert. Und ich finde, vieles geht ja um Wohlstand und um Convenience für den Bürger. Und da bringt die Innovation einfach unglaublich viel. Sie haben gerade die Beispiele gebracht. Und das ist auch nicht aufzuhalten. Ajaj, er muss es halt kombinieren. Sekunde, wir wollen ganz kurz mal die Ajaj zu Wort kommen lassen. Ja, mein Kommentar dazu ist, ob den Studenten überhaupt Autos besitzen werden, wenn das Auto dann rauskommt. Ich meine, für mich steht auf jeden Fall fest, ich bin immer noch im Stau, ob im Tesla oder im Taxi. Und ob ich da jetzt das Fahrrad nehme oder die U-Bahn, da ist die Convenience für mich eigentlich viel höher, wenn ich mich innerhalb Berlins bewege zumindest. Und das ist, finde ich, so ein Trend, den ignoriert man dann gerne auch mal. Also da habe ich auch letztens einen Artikel geschrieben, es ist so, egal wie günstig das Elektroauto dann irgendwann sein wird, will das meine Generation eigentlich überhaupt wirklich, ist sie daran so interessiert oder ist das E-Auto eigentlich nur noch interessant, wirklich als Sharing-Objekt, was man dann gemeinsam mit zwei Familien vielleicht verwendet, weil man sich denkt, hey, ich brauche es eh nur alle 2 Wochen, vielleicht für den Kurzurlaub oder für, ich weiß nicht, einen kleinen Einkauf, aber
im Prinzip kann das eigentlich zu Hause bleiben. Und das finde ich dann schon wieder viel interessanter. Da wird vielleicht noch ein anderes Thema anschließen, auch eben das Thema Reisen. Da hat sich jetzt ja auch viel geändert, Corona-bedingt. Ja? Aber werden die Menschen wieder Fernreisen machen? Die Deutschen sind eigentlich bekannt als ein sehr reiselustiges Volk. Reise ist aber nicht mehr nachhaltig. Wird das eine Sache von Gusto und Geldbeutel werden oder wird tatsächlich Reisen, touristisches Reisen, aber auch Geschäftsreisen wieder den Boom erleben, den wir schon mal gesehen haben? Ich würde sagen, Geschäftsreisen nicht mehr so, wie es bisher war, private Reisen ja. Das wird in irgendeiner Form zurückkehren, vielleicht etwas modifiziert. Wo es Einschnitte geben wird, ist bei den Geschäftsreisen, weil einfach die Welt gesehen hat, Video funktioniert und viele Themen lassen sich vorab erstmal mit Video klären, bevor man einen ganzen Tag in eine Reise verschwendet. Und Video ist, ich meine, auch das, was wir jetzt machen, das ist moderne Technik, Kommunikation. Aya ist eigentlich in Quarantäne, aber jetzt bei uns, das ist doch wunderbar. Sie werden Kunden haben, die nicht am selben Tag zur selben Minute in Deutschland zu einer Beratung sein können. Sie können Gründer aus dem Silicon Valley zuschalten. Ich meine, über das Telefon würden wir heute doch so nicht mehr reden, dass das Telefon abgeschafft gehört, weil es so unpersönlich ist. Wir reisen und wir telefonieren. Und das Fernsehen hat Nähe hergestellt zu Menschen, die wir nie gesehen haben. Von Whitney Houston bis Elvis Presley. Wir fühlen uns diesen Menschen sehr, sehr nahe. Ich habe Lady Di nie getroffen. Aber als sie gestorben ist, waren trotzdem sehr traurig. War ich trotzdem traurig. Ja, verstehe ich. Und die Leute sind berührt mit digitaler Nähe. Also insofern sollen wir nicht so tun, als ob das Digitale sowas ganz Fremdes ist. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist. Tatsächlich eine Kommunikation über weite Strecken, ohne dass wir am Flughafen mit schlechter Ernährung die Umwelt verpesten und trotzdem diese Nähe haben. Vielleicht sogar viel mehr Zeit für einen Kunden oder für ein Interview oder für Leute aus der eigenen Community, aus der Familie, Menschen, die woanders studieren gerade. Also ich finde es wunderbar und glaube, dass sich da was ändern wird. Aber wir werden das zusätzlich ins Programm nehmen. Also wir sind jetzt schon sehr visionär unterwegs. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen ins Jetzt zurückkommen und auch auf die Frage, Herr Bentlage, wie schätzen Sie denn eigentlich jetzt die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein? Also sind das jetzt eher die Lockdowns und Lieferengpässe, die uns hier noch länger beeinträchtigen werden? Oder stehen wir tatsächlich vor dem Erholungsboost und auch dem Nachholkonsum, der ja gerade an den Kapitalmärkten so unglaublich viel zitiert und herbeigesehnt wird? Also ich habe im Grundsatz eine extrem positive Einschätzung hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren. Wenn die Politik insbesondere hier in Europa nicht wieder in alte Muster verfällt. Denn man muss eins sehen, was ist Treiber für Wirtschaft? Die Staaten haben gigantische Programme aufgelegt, nie dagewesen, und zwar global, synchron in USA, in Europa, in China, Asien. Die Zentralbanken unterstützen in einer unglaublichen Art und Weise, wie sie es noch nie getan haben. Also es ist für den Kapitalmarkt im Grunde und für die Wirtschaft die beste aller Welten, die man sich vorstellen kann. Und wenn man das, würde ich sagen, zwischen Staat und privater Wirtschaft richtig gemeinsam managt im Schulterschluss, dann kann das eine fantastische Boomphase werden, vor der wir stehen. Und man muss eins sehen, typischerweise entsteht doch Innovation aus Krisen heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass aus diesem Jahr Krise, Pandemie, vieles an Innovation entstanden ist, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Und das ist der Treiber für Wirtschaftsentwicklung. Deshalb bin ich persönlich sehr, sehr positiv für das, was in den nächsten Jahren kommen wird. Aber kann diese Situation dann eben auch zu Inflation führen? Das heißt also, weil wir Lieferengpässe haben, weil wir eine hohe Nachfrage nach gewissen Dingen haben, dass tatsächlich die Preise steigen und uns das beeinträchtigt? Wird diskutiert. Unter anderem deswegen sind auch die amerikanischen Zinsen in den letzten 2 Monaten doch beträchtlich gestiegen. Ich glaube, zumindest auf überschaubare Zeit eher schwierig. Die Arbeitslosenraten sind noch relativ hoch global betrachtet. Und nachhaltige Inflation entsteht eigentlich immer nur über eine Lohnpreisspirale. Da sind wir meines Erachtens noch ein Stück weit entfernt.
Und Globalisierung ist ja nicht weg. Die ist nach wie vor da, auch wenn viele glauben, dass die Lieferkettenwege sich reallokieren aufgrund der Pandemie. Kann ich nicht so recht dran glauben. Die Wertschöpfungsketten werden integriert bleiben, global, wie sie es in der Vergangenheit waren. Und wenn jemand teuer produziert, wird es einen anderen Standort geben, der es wahrscheinlich wieder günstiger produziert. Also nachhaltig tue ich mich schwer. Insofern bleibe ich dabei, dass die Wirtschaft grundsätzlich, glaube ich, eine sehr positive Aussicht hat. Die Zinsen möglicherweise ein bisschen ansteigen, aber sicherlich nicht zurückkehren zu Niveaus, die wir vor 3, 4, 5 und längeren Jahren gesehen haben. Also auf den Kapitalmärkten, auf dem Parkett wird das ja schon immer wieder diskutiert, macht den Börsianern ganz eindeutig auch Angst. Herr Steingart, ist das ein Thema im politischen Berlin, Inflation, oder ist das nichts, was interessiert, nichts, was man auf dem Radar hat? Die Politiker sind sehr mit der nächsten Bundestagswahl beschäftigt und weniger mit den langfristigen Trends, die Herr Bendlage angesprochen hat. Aber ich glaube, wir spüren alle, der Wirtschaftsaufschwung ist kräftig, der ist im Kommen. Wir sind eigentlich wahrscheinlich mittendrin. Die Risiken werden in solchen Phasen natürlich immer verdrängt. Darin liegt ja ein Teil des Geheimnisses des Kapitalmarktes, dass er Risiken dann ausblendet und auf ein Thema losgeht und nicht noch 5 andere Themen damit gewichtet. Trotzdem glaube ich, dass in dieser Geldflutungspolitik ein Risiko steckt. Je weniger darüber gesprochen wird, je mehr spüre ich, dass das trotzdem da ist. Die Märkte sind unfassbar verschlossen, auch in ihrer Wahrnehmung oft. Die Subprime-Krise in den USA deutete sich lange, lange an. Märkte können auch über lange Phasen solche Themen ignorieren. Und dass die Geldmengen so steigen in den westlichen Ländern, in China auch. Also das heißt, wir haben mehr Geld im Umlauf, als wir eigentlich Ware und Dienstleistungen haben. Und das wiederum kann der Treiber dann für die Lohnpreisspirale sein. Im Moment würde ich auch sagen, die Überwälzungsmöglichkeiten sind fast nicht gegeben, dass man in die Preise gehen kann. Aber es kommt ein Tag, wo das nicht so weitergehen kann. Entweder finden die Notenbanken einen Weg, wieder zurückzukommen und das zu sterilisieren, diese riesigen Geldmengen, wirklich Geld wieder auch einzusammeln. Oder die Produktion wächst rein in dieses größere Schnittmuster. Oder aber es bricht was zusammen. Ich meine, für Amerikaner ist das ganz üblich, dass die Börse hoch und wieder runter geht, dass es mal kracht und so weiter. Wir dürfen nicht so tun, als ob es nie wieder krachen wird. Aber ich bin kein Crash-Prophet. Das ist nichts, was morgen ansteht. Aber das gehört zum Geldanlegen eben auch dazu. Verharmlosen nennt man das Volatilität. Aber das Leben ist ja auch eine relativ volatile Angelegenheit. Und oder? Ah ja, was sagst du? Aber ich würde sagen... Das wollte ich gerade, also 2 Stichworte haben wir jetzt hier nochmal. Wahlkampf, ja. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und Aya Jaff, das würde ich Sie doch gerne fragen. Sehen Sie einen Crash? Würden Sie sagen, da müssen sich die Anleger jetzt mal in der nächsten Zeit warm anziehen? Sehe ich einen Crash? Gute Frage. Ich würde es gerne wissen. Ich glaube, ich bin zu jung, um einen wirklichen Crash rauszusagen. Ich habe dafür zu wenig Erfahrung, sage ich jetzt mal. Aber... was ich Leuten ja immer rate, die an die Börse gehen wollen, ist, niemals da Geld reinzustecken, was man nicht bereit ist zu verlieren oder was zu sehr wehtun würde, wenn man es verliert. In dem Sinne ist das die einzige Waffe, die man wirklich gegen einen Crash hat, die Ohren steif halten und versuchen, nicht zu risikoreiches einzugehen und nicht zu viel Geld zu investieren, was man nicht auch missen kann. Inwieweit stellen Sie sich denn eigentlich oder inwieweit beobachten Sie den Wahlkampf und eben möglicherweise eine ganz andere politische Weichenstellung auch in Ihrer Generation? Spielt das eine Rolle? Also sind Sie jetzt, das würde man sich so vorstellen, dass natürlich eben in den Universitäten bei den Studierenden, dass man da unbedingt setzt auf eben eine grüne Politik und eben auch eine junge Kanzlerin. Man sieht es ja auch in vielen anderen Ländern. Also da sind die Regierungschefs teilweise zwar auch Männer, aber deutlich jünger als hier. Was spricht man? Also ich kann ganz ehrlich sagen, dass mein Freundeskreis sich sehr freuen würde, wenn Annalena Baerbock gewinnt und Kanzlerin wird tatsächlich. Ich würde mich einfach freuen, weil sie wirklich meine Projektionsfläche geworden ist für so, ja, wir starten in eine neue Richtung, es geht endlich in die richtige. Und was ich von der CDU, CSU bisher so gesehen habe, überzeugt mich einfach nicht. Es ist...
genau wie der YouTuber Resus gesagt hat, super viel einfach mismanaged, also gemismanaged worden. Oh Gott, so ein englisches Wort, es wurde nicht gut gemanagt. Und ich finde, da ist auf jeden Fall sehr viel Raum zum Wachsen. Und vor allem dieser frische Wind, finde ich, der es reinkommt mit, dass man auch Dinge fairer gestalten möchte, wie beispielsweise Hartz IV abschaffen und dann so eine Art Grundsicherung reinzubringen, das finde ich, ist dann auch wieder total krass. Wie lange habe ich jetzt schon von Hartz IV gehört und wie unfair das ist und auch von manchen Ecken teilweise wirklich auch persönliche Geschichten gehört, wo es hieß, es ist einfach unmenschlich, so zu leben. Das würde ich total begrüßen, wenn es wirklich viel sozialer wirklich in Deutschland zugeht, als es bisher einfach der Fall ist. Und ich bin auch vielleicht entgegen meiner ganzen Börsenkollegen da auch gar nicht so konservativ eingestellt, sondern ich freue mich, wenn Leute höher besteuert werden, die das Geld auch haben. Und ich finde nicht, dass die das wirklich groß vermissen würden, wenn man sich anschaut, wo man das Geld einfach einsetzen könnte stattdessen und wem das zugutekommen könnte. Also da finde ich, ist es eigentlich nur gerechtfertigt, wenn man diese Konversation mal wirklich startet und sagt, Leute, die mehr verdienen, werden auch höher besteuert und das kommt uns allen aber zugute. Würde ich gerne mal weitergeben, Chris Bartz. Wie sehen Sie das als Unternehmer? Leute, die mehr verdienen, sollten mehr besteuert werden? Ich würde gerne, bevor ich dazu komme, ich antworte darauf, eine Sache gerne nochmal aufgreifen, die Herr Bendtlage eben gesagt hat, weil ich glaube, das ist eigentlich das entscheidende Element von der ganzen Diskussion auch zwischen Politik, Digitalisierung und was hier gerade stattfindet. Und das ist die Frage, in was investieren wir? Also wir erleben ja in der Tat, dass riesengroße Geldprogramme aufgesetzt wurden. Ich persönlich habe aber das Gefühl, wenn ich nach China gucke und ich sehe das vom Grundprinzip durchaus auch manches da diskutabel, aber man muss sagen, da gibt es eine klare Idee, in was man investiert. Zusammengefasst aus meiner Sicht manchmal der Fokus, und wir haben es eben schon mal kurz berührt, in China sagt man, das, was bei der Industrialisierung passiert ist, passiert uns nicht nochmal. China ist vor der Industrialisierung Marktführer gewesen, global beim BIP, über 30% Marktanteil. Durch die Industrialisierung, wo man vielleicht gedacht hat, wir haben nicht ganz so großen Handlungsbedarf, als das ganze Thema sortiert war und wir eine neue Weltordnung hatte, lag China bei einstelligen Marktanteilen global im BIP. Meine Wahrnehmung ist, in China besteht das klare gemeinsame Bild über die Politik bis zu jedem Unternehmer, das passiert uns nicht nochmal. Die Amerikaner haben sowieso ein Grundgen anscheinend sehr unternehmerisch getrieben. Wir investieren in Zukunft. Alles, was man da erlebt, ist ja immer nur gebaut für 20 Jahre. Fängt beim Haus an, das im Zweifel umfällt beim nächsten Sturm. Wir investieren in Zukunft. In Europa habe ich das Gefühl, zu viel von dem Geld, was gerade sozusagen rausgegeben wurde, ist eigentlich entweder ohne klare Idee da oder es ist da mit dem Ziel der Besitzstandswahrung. Und das ist halt das Risiko. Wenn es jetzt darum geht, Zukunft zu gestalten, ist ja die Frage, in was investiere ich? Und das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen müssen gesellschaftlich. Da ist dann auch der Link zu, woher kommt der Wunsch nach politischer Veränderung? Gerade viel das Wort Projektionsfläche. Eigentlich aus meiner Sicht ist der Wunsch da, wieder zu sagen, in was investieren wir eigentlich? Wie gestalten wir Zukunft? Und nicht nur ein, wie verteidigen, was wir haben und machen wir Besitzstandswährung. Darum ist auch die Frage der Besteuerung aus meiner Sicht eine. Ich tue mich schwer, für einen optimalen Steuersatz zu argumentieren. Ich glaube, am Ende ist auch da die Frage, in was will ich denn investieren? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Einkommensteuer versus Kapitalertragssteuer, oder muss das beides gleich sein, hat das viel damit zu tun, glaube ich daran, dass die Menschen dominant Erwerbseinkommen erzielen? Glaube ich daran, dass es wichtig wäre, dass mehr Menschen auch Kapitaleinkommen erzielen? Glaube ich daran, dass Menschen im Kontext Digitalisierung vielleicht einen Tick weniger arbeiten können als historisch und es deshalb umso wichtiger ist, mehr Menschen in Kapitalertrag reinzubringen? Und daran zu gewöhnen, daran zu partizipieren, dass Kurse steigen und dass das auch eine Einkommensquelle sein kann und muss. Und dass es deshalb vielleicht auch wichtig ist, das auch steuerlich attraktiv zu halten. Das würde aus meiner Sicht dafür sprechen, Kapitalertrag tendenziell sozusagen da zu lassen, wo es ist und nicht jetzt abschreckende Steuersätze da drauf zu setzen. Aber die grundlegende erste Diskussion für mich ist, in was investieren wir eigentlich, außer in Besitzstandwahrung? Und die Frage ist aus meiner Sicht in Europa unzureichend beantwortet, zumindest mal von der Politik und auch von vielen anderen Ländern. Ja, da muss man sich ja auch fragen, Besitzstandswahrung ist ein ganz wichtiger Begriff, glaube ich, auch in unserer Politik noch. Wie haarig wird denn dieser Wahlkampf, wenn ich höre, dass der Altkanzler Schröder jetzt in einem Podcast gesagt hat, ich glaube, dass man thematisieren muss im Wahlkampf, dass die Grünen mit ihrem Programm und ihren Leuten nicht in der Lage sind, eine Industrienation wie Deutschland zu führen. Da habe ich mal kurz die Luft angehalten. Wie geht's Ihnen?
Überraschend. Muss ich mir noch mal im Kontext angucken, was Gerhard Schröder da gesagt hat. Er hat ja immerhin mit Rot-Grün regiert. Eben. Erfolgreich regiert. Und Deutschland wurde nicht zugrunde gerichtet, sondern es war die letzte große Sozialstaatsreform in Deutschland. Hartz IV hat Gerhard Schröder international gelobt. Auch im Inland von den Ökonomen gelobt, von den Wählern am Ende nicht mehr so sehr. Aber ich glaube schon, dass wir einen harten Wahlkampf über das Steuerthema bekommen werden. Völlig klar. Was sind Steuern? Wie viel kann ich mit Steuern steuern? Wie kommt es zu Ausweichhandlungen? Wenn ich die unteren Berufsgruppen zum Beispiel zu stark besteuere, dann hören die auf zu arbeiten, weil Arbeit dann gar nicht mehr lohnt. Die Menschen im Grenzgebiet, wenn ich die Mehrwertsteuer erhöhe, gehen aber beinhart zu Millionen in Polen, in den Niederlanden, in Dänemark, wo auch immer einkaufen. Es kommt sofort, die Reichen gehen in die Schweiz. Also es kommt sofort zu Ausweichreaktionen. Wer da einfach glaubt, er könne schnell die Steuern hochsetzen und dann ist mehr Geld drin. Das haben Sie ja gesagt, da ist nicht mehr Geld drin. Das wissen wir heute. Insofern ist das ein wichtiges Thema, aber man muss es klug diskutieren. Sonst landet man tatsächlich in einer Sackgasse mit weniger Geld, weniger Jobs, weniger Wohlstand. Und das kann nicht Sinn der Übung sein in Deutschland, das Land sozusagen durch einen Wahlkampf und eine Neuwahl zu zerstören. Aber nun ist ja durch diese Corona-Programme, die es ja in vielfältigen Variationen gibt, sind unglaublich viele Millionen und Milliarden ausgegeben worden. Herr Bentlage, kommen wir überhaupt aus ohne höhere Steuern mittelfristig? Das war ja mein Punkt, den ich vorhin machen wollte, dass Steuern ja kein starres System sind, sondern Steuern ist ein Prozentsatz von dem, was das Land erwirtschaftet. Und wenn ich Steuersätze verändere, dann übe ich Einfluss auf wie das Land agiert. Sie haben gesprochen, Herr Steingart, von Ausweichbewegungen, die zwangsweise stattfinden. Und es finden auch Ausweichbewegungen statt, wenn man Steuern senkt, ja? Weil es kommen vielleicht andere Leute ins Land rein und investieren. Und ich glaube, man muss es eben sehr abgewogen diskutieren, wie man mit Steuern umgeht, um nicht etwas zu zerstören, was jetzt vielleicht einen Anfang nehmen kann, nämlich eine ganz tolle Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Es mag sein, dass leichte Steuererhöhungen vielleicht gar keinen Einfluss ausüben. Deshalb glaube ich, muss es unter Spezialisten gut diskutiert werden und dann auch eine fachgerechte Entscheidung getroffen werden und nicht eine politische, weil die Wählerschaft es hören will. Es muss eine sachlogische, glaube ich, Entscheidung getroffen werden. Das wäre mein Wunsch, egal wer am Ende des Tages in die Regierungsverantwortung kommt. Denn Steuern sind ja was sehr Autoritäres, muss man ja klar sagen. Das ist ja gar nichts Modernes, sondern hier sagt einer ganz klar, ich nehme dir was weg. Das haben wir mehrheitlich so beschlossen, dann ist es weg. Das ist nicht freiwillig, das ist auch nicht sehr transparent, was mit dem Geld passiert. Es ist nicht wirklich nachhaltig im Sinne, was passiert. In der Pandemie haben wir ja nicht versagt in Deutschland, weil wir zu wenig Geld hatten. Wir waren unfassbar ineffizient. Also das Thema Effizienz ist doch für mich viel mehr aufgerufen nach dieser Erfahrung mit den Gesundheitsämtern. Diese Ineffizienten, die haben wir ja in jedem Bereich. Wenn jetzt der Bundesverkehrsminister sagt, wir machen Radwege in ganz Deutschland, da kann man sich nur vorstellen, dass das zu unserer Lebzeit leider nicht mehr passieren wird, obwohl ich es begrüßen würde. Also das heißt, in der Raumwegeplanung, in der Bebauung, wir haben Wohnungsmangel in Deutschland. Das wird mit Geld nicht zu lösen sein, sondern mit intelligenten, vernetzten Konzepten und auch mit mündigen Bürgern am Ende. Jedenfalls, wenn man glaubt, einfach mehr Systemgeld einsammeln zu können und in die bestehenden Systeme, Rente, Pflege, Arbeitslosenversicherung mehr reinzukippen. Bei der Arbeitslosenversicherung kann man sehen, es wird kein einziger Job entstehen durch mehr Geld im System. Also insofern sind wir aufgerufen, ein bisschen mehr Brain in das Thema zu investieren, in uns selber. Das ist aber, glaube ich, genau auch der Punkt, den Sie angesprochen hatten, Herr Bartz. Also wenn man muss sich insgesamt eben eine klarere Richtung vorgeben. Aber die Frage ist, wer ist man? Ja, was machen wir in Deutschland? Was ist notwendig in Europa? Und es gibt ja dann einfach auch einen sehr harten internationalen Wettbewerb. Stichwort USA, China, Europa. Es gibt sehr hehre Klimaziele in allen Regionen. Das bedeutet ja auch, es muss sich wirklich nachhaltig was ändern.
Und die Frage ist, wie kommt man denn hier eigentlich mit den Partikularinteressen? Ja, wir sehen ja schon hier, keiner von uns hat Bock auf höhere Steuern. Natürlich nicht. Und die Regierung, ja, die jetzt einen haarigen Wahlkampf führen wird, die tut das natürlich auch in erster Linie, um Wählerstimmen zu generieren. Was tut man, um Wählerstimmen zu generieren? Gucken, wo kann man die meisten abstauben? Und deren Interessen versucht man dann nach vorne zu bringen. So funktioniert es doch. Ich würde ja höhere Steuern zahlen zum Beispiel. Ich bin dabei. Wenn ich dafür was bekäme, ich sage mal, bessere Bildung für die Kinder. Ja, ich habe 3 Kinder, ich habe jeden Tag zu tun mit einem desolaten Bildungssystem in Deutschland, was nicht an den Lehrern liegt, sondern das System ist absolut dysfunktional. Erst recht, wenn man sich innerhalb Deutschlands bewegt und umzieht und ähnliches. Wenn ich eine Garantie dafür gebe, wie im Laden auch, dass ich was bekomme für mein Geld, sozusagen das iPhone der Bildung, dann gebe ich auch mehr Geld aus. Ich würde für Bildung Geld ausgeben. Ich würde für Infrastruktur, für Nachhaltigkeit. Wenn ich weiß, das Geld kommt da an, tue ich das. Aber ich weiß genau, wir wissen es alle, das Gegenteil. Und da würde ich auch sagen, da schließt sich doch der Kreis. Ich meine, ich bin ja geborener Optimist. Und wenn wir doch mal auf die Anfänge der Pandemie gucken, warum war Deutschland zu Beginn besser? Weil aus meiner Sicht die Politik sehr gut ein Warum vermittelt hat bei Maßnahmen, wie wir bleiben jetzt alle mal zu Hause. Und weil wir in Deutschland das wirklich durchgezogen haben. Und zwar quer durch alle Schichten. Also wenn man sich am Anfang mal die Zahlen anguckt, dann war Deutschland ja, was Fälle angeht, was ganz schlimme Verläufe angeht, gerade zu Beginn eigentlich sehr gut unterwegs. Es gab eine saubere Kommunikation des Warums. Und wir wissen alle, dass drumherum ja trotzdem einzelne Bereiche nicht gut gelaufen sind, Beispiel Masken. Aber trotzdem im Kern gab es eine Warum-Vermittlung. Und das Warum hat auch die Mehrheit der Menschen gekauft. Selbst heute ist es ja so, dass die Mehrheit der Menschen auch bei vielen Maßnahmen beim Warum einen Haken machen und sagen, alles klar, das verstehen wir. Wenn wir aber aufhören, das Warum gut zu vermitteln und zum Beispiel nicht sagen können, guck mal, da tut sich auch was bei Bildung, guck mal, da tut sich auch was bei Infrastruktur, sondern dieser Disconnect entsteht. Auf der einen Seite zahle ich was und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, nichts, was ich hier benutze, funktioniert. Also dieses schöne Beispiel, wenn ich versuche, hier in Berlin einen Termin beim Amt zu kriegen und kann dann mal 3 Monate im Voraus üben. Also ich habe gerade eine Amtshandlung, ich habe jetzt gelernt, der Kurzweg ist über den Notar. Und mein Notar hat mir gesagt, eine der Dinge, die er momentan am häufigsten macht, ist Elternschaftsanerkennung. Weil Menschen, wenn sie das über den klassischen Weg machen, 4 Monate warten müssen, also gehen sie zum Notar. Wenn der Notar das dann ans Amt schickt, ist das genauso wirksam, kostet 50 Euro mehr, aber ist sozusagen der Shortcut, den man nehmen kann. Aber das kann doch nicht die Logik sein. Das heißt, dieser Disconnect zwischen, ich habe auf der einen Seite was ich tun soll und auf der anderen Seite funktioniert es nicht, das sorgt aus meiner Sicht für die Probleme. Und darum glaube ich auch, der erfolgreiche Wahlkampf, meine persönliche Meinung, wird laufen über ein gutes Erklären des Warums, anders als ein reines, ich setze Steuern hoch oder runter. Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Faktor am Ende für die Wählerstimme. Meine persönliche Meinung. Das ist die Frage, wer dann das Warum am besten erklären kann. Also ich habe kürzlich eine sehr interessante Grafik gesehen im Manager-Magazin, die einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen Impfgeschwindigkeit und Gründerszene. Und da war Israel eben ganz weit vorne und Deutschland war ganz weit hinten. Was ja letztendlich bedeutet, wir stehen uns mit unserer Bürokratie selber im Weg. Das ist vielleicht nochmal die Frage auch an Aya Jaff. Wie funktioniert das hier mit der Gründertätigkeit? Wie schwierig ist es und wie sehr hat vielleicht diese Gründertätigkeit dann auch noch durch die Corona-Politik und durch weniger Geld gelitten? Also ich bin gerade dabei, ein Digital Health Startup zu gründen. Das heißt, ich kriege wirklich direkte Einblicke in, was ein Startup machen muss und was es auch wirklich auch leisten und beweisen muss, bevor es aktiv werden kann im Markt. Und das ist in der Tat super viel. In meinem Fall geht es konkret zum Beispiel um die Herausforderung, ein Softwareprodukt, eine App quasi als Medizinprodukt anzumelden. Und da hat sich jetzt schon wieder bürokratisch beispielsweise letztes Jahr super viel geändert, dass ich fast jetzt das 10-fache an Investment aufbringen muss, einfach nur um die Beweislage auch richtig darzulegen. Ich brauche Investoren, die wirklich an die Idee glauben und auch daran glauben, dass Deutschland weiter daran festhält, beispielsweise DIGAs zu supporten. DIGAs sind eben digitale Gesundheitsanwendungen, die dann von der Krankenkasse auch beschrieben werden können. Zwar quasi das Konzept App auf Rezept. Und es ist zwar super, dass wir in Deutschland Vorreiter sind für genau solche Systeme, dass die dann aufgebaut werden und man sagt, hey, man kann beispielsweise eine App auf Rezept ausstellen, aber trotzdem in der Umsetzung ist es dann schon so, dass die Ärzte skeptisch sind, weil sie nicht genau wissen, was abläuft, weil sie nicht aufgeklärt werden und nicht mitgenommen werden bei dieser ganzen Innovation.
Und es ist für die Gründer auch total einfach intransparent, wie man das am besten angehen kann. Von den Ämtern bis hin zu den Leuten, mit denen ich den Antrag stellen muss. Wir sind eigentlich ständig nur dabei, bürokratisch aufzuholen, was uns Neues auferlegt wird. Und das ist, ja, das nimmt einem, ich sage jetzt mal nicht, dass es einem die Motivation wegnimmt, weil davon muss man schier unmöglich vieles leisten, einfach als Gründerin, und dafür braucht man die Motivation. Aber es ist ein sehr, sehr großes Hindernis, was einfach viel Energie kostet. Oder Geld. Es kostet einfach Geld. Ich meine, wir haben ja hier auch gegründet, Media Pioneers, ein Medienunternehmen neu. Das kostet nur Tagberater, Geld und 1000 Sachen. Simples Beispiel aus unserem Alltag. Wir würden gerne Mitarbeiter beteiligen. Die Firma ist mit 41 Millionen bewertet. Und jetzt auf der Grundlage Mitarbeiter zu beteiligen, Herr Bentlage weiß, was das bedeutet. Die kriegen einen Zettel, dass sie beteiligt sind und müssen in derselben Sekunde Steuern zahlen. Also in echtem Geld. Sie haben noch gar nichts, außer einen Zettel, wie eine Aktie, und müssen jetzt bezahlen. Können Sie also gar nicht machen. Das heißt, man kann in einem Startup so nicht, und jetzt geht's los, dann holt man Berater, findet doch irgendeinen Weg virtueller Beteiligung. Irgendwie geht alles in Deutschland. Unterwegs hat man mal wieder, weiß nicht, 100, 200.000 Euro ausgegeben für Berater, die solche komischen Gesetze umgehen. Selbst der Neffe von Olaf Scholz hat sich neulich, der Startupper, und hat sich dagegen gewandt, dass das so ist, weil die Startup-Szene kann so ihre Mitarbeiter Absolut. Gar nicht adäquat am Erfolg beteiligen. Und es rührt sich genau nichts, weil es heißt, warum müssen die jungen Leute jetzt reich werden? Es geht gar nicht um reich werden, es geht um Motivation und das, was wir alle kennen, wenn wir Unternehmen gründen. Ein Commitment, Motivation und dann auch natürlich eine Art Reward für den Einsatz. Und nichts davon erleichtert einem der Staat, sondern macht es einem unmöglich, fast unmöglich. Wie sehr, Chris Bartz, wird Innovation auf diesem Weg ausgebremst? Gut, wenn man ganz, ganz opportunistisch ist, können wir natürlich sagen, dadurch wird Innovation gefördert, weil nur die sich da durchsetzen und das auch überleben, bleiben noch übrig. Eine zynische Betrachtung. Darwinistische Prinzip. Ja, ja. Ich würde allerdings auch sagen, dass wir in der Tat da insbesondere im Kontext des Talents, und darum bin ich völlig dabei, gerade beim Thema virtuelle Beteiligung, gehöre ich auch zu denen, die Initiativen der Startup-Szene da sehr fördern, da was zu tun, auch wenn wir jetzt gerade momentan eher Misserfolge einsacken mussten. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Innovation auch sehr viel zu tun hat mit Talent. Und wenn ich halt nicht die richtigen Talente begeister, sondern sie frustriere, sei es beim Thema Mitarbeiterbeteiligung, sei es beim Thema komplexe Firmengründung, sei es beim Thema rechtliche Rahmenbedingungen, wenn ich mal so Standortpolitik Luxemburg vergleiche mit Deutschland, dann habe ich einfach das Problem, dass am Ende aller Tage Talente dann doch frei sind in der Entscheidung, wo sie gründen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Gründer sind frei, die Mitarbeiterinnen sind frei. Am Ende bei uns in unserer Firma sind von den 120 Mitarbeitern sind wir jetzt bei knapp 30 Nationalitäten. Da haben sich sehr viele Menschen auch dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen und nach Berlin zu kommen, weil wir in Berlin zum Beispiel eine hohe Standortattraktivität haben für Menschen, die im Technologiebereich was tun wollen. Das hat sich Berlin erarbeitet, aus meiner Sicht, Ansicht, aber durchaus trotz einiger Rahmenbedingungen und nicht wegen einiger Rahmenbedingungen. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir das auch beibehalten und die Startup-Szene weiter fördern. Und wie gesagt, ich glaube, dass da andere Länder das deutlich strategischer angehen. Siehe zum Beispiel die Folgen des Brexits. Frankreich hat da wirklich dezidierte Programme aufgesetzt. Die Niederlande sind da sehr aktiv. Luxemburg ist da sehr aktiv. Deutschland ist das an vielen Stellen eher so das Randthema. Und da können wir definitiv mehr machen. Und Mitarbeiterbeteiligung ist definitiv ein Beispiel, was da sehr geeignet ist, weil wir da als Deutschland deutlich, deutlich mehr machen könnten, als wir gerade tun. Ja, also da sind vor allen Dingen die Unternehmen auf der Überholspur unterwegs. Herr Bentlage, wenn wir da auch noch mal aufs Banking gucken, es hat sich ja da viel verändert. Es gibt Fintechs, es gibt schnelle Kredite, schnelle Kontoeröffnungen, Depots, Anlageempfehlungen, alles digital. Haben sich traditionelle Banken möglicherweise überlebt? Das würde ich nicht sagen. Die Zeit hat sich einfach verändert. Und ich glaube, es geht eben um Bequemlichkeit für den Kunden, wie er am einfachsten an Informationen kommt, am einfachsten Entscheidungen treffen kann. Und da sind Fintechs einfach innovativer unterwegs als herkömmliche Banken. Ich glaube aber, dass perspektivisch, und man sieht das an vielen Beispielen, eben Kooperationen stattfinden werden zwischen traditionellen Banken und Fintechs. Denn man darf eins nicht vergessen, das Ganze ist alles unter der Regulierung der Aufsicht der EZB oder der BaFin, je nachdem. Und wer das schon mal genossen hat, weiß, was das bedeutet,
welche Anforderungen zu erfüllen sind. Und je enger Fintechs an diese Geschäfte rankommen, unterliegen sie dieser Regulierung. Ein Beispiel N26, hinlänglich bekannt, ja, wie der Prüfbericht dort ausgefallen ist. Das ist nicht so ganz einfach. Und deshalb glaube ich, diese Koexistenz wird es weitergeben und wird bestehende Banken tatsächlich transformieren in das, was von Kunden gewünscht ist, welchen Service sie gerne haben möchten. Und was ist, wenn dann Kryptowährungen, die ja schon lange im Spiel sind, aber noch mehr ins Spiel kommen und möglicherweise eben durch eine Art und Weise der Regulierung, die nicht mehr bei den Notenbanken, vielleicht bei Nutzern, vielleicht bei Unternehmen stattfindet, unser Geldsystem auch irgendwo obsolet machen? Können Sie sich ein solches Szenario vorstellen? Also zunächst muss ich sagen, wir als 225 Jahre alte Bank waren die ersten in Deutschland, die einen Kryptofonds an den Start gebracht haben diesen Januar. Also auch alte Banken können innovativ sein. Glaube aber, dass am Ende des Tages immer das Regulierungs-Damoklesschwert über der Kryptowährung hängt. In dem Moment, in dem Regierungen beginnen, das rigoros zu regulieren, und diese Macht haben sie, dann wird dieser Boom ein Stück weit zurückgedrängt werden. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass Staaten die Macht über die Währung aus der Hand geben werden. Sie werden das zurückholen. Und nicht umsonst gibt es die Initiativen zur Einführung digitaler Euro, digitaler Dollar, digitaler Yuan. Aber auch da sind wir ja weit hinterher. In China ist eine digitale Währung längst eingeführt. Ist das hier in irgendeiner Form politisch Gesprächsthema? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gesprächsthema. Nicht so sehr in Berlin, aber in Frankfurt. Bundesbank. Ja, in Frankfurt, Berlin auch. Bundesbank ist involviert und damit auch die Wirtschaftsabteilung im Bundeskanzleramt auf jeden Fall. Es wird auch kommen, bin ich fest von überzeugt. Wann? Das kommt wahrscheinlich schneller, als wir gucken können, weil es einfach viele Vorteile auch hat. Was nicht kommen wird, wie Herr Bendler gesagt, bin ich ganz bei, dass der Staat sich das Geldsystem aus der Hand nehmen lässt, das werden wir nicht erleben. Warum sollte er das tun? So wie er sich die Rüstung und das Militär... Wie kann er es verhindern? Durch seine... Die Politik hat die Hoheit über das, was in diesem Land passiert. In Frankreich ist Prostitution verboten, in Deutschland ist sie erlaubt. Und da, wo sie erlaubt ist, boomt sie. Wenn Marihuana freigegeben wird, also der Staat kann regulieren. Die Drogenmärkte, den Menschenmarkt, auch den Datenmarkt, das kann der Staat tun. Und gerade in dem Bereich, beim Geld... Da berühren wir ja eines seiner Fundamente, seiner Macht. Die Geldschöpfungskraft, die Geldversorgungskraft, das ist wie das Blut in den Adern einer Volkswirtschaft. Das wird sich kein Staat nehmen lassen, weder der chinesische noch der amerikanische. Und wenn es dann tatsächlich große Unternehmen gibt, die eine Art Parallelwährung aufbauen? Ja, das können Sie, das ist Spielerei am Rande sozusagen des Spielfeldes. Das ist wie die Bonuskarte bei Kaufhaus Galeria oder sowas, können die auch machen. Ja, man kauft so und so viel ein, hat einen Bonus und kauft dafür 3 Tennisbälle. Das, ne, das ist ja auch nichts anderes als so eine Art Naturalwirtschaft. Ich kaufe viel ein und kriege dafür was anderes aus dem Warenkorb. Wenn der Staat großzügig ist, lässt er Kryptowährungen da was ausprobieren, wird daraus lernen. Und dann ist ja Platz für viele Orchideen. Aber dass das unsere Währung ablösen wird, dagegen spricht tatsächlich die Kraft von Staatlichkeit. Aber liegt nicht die wahre Macht über unsere Währung schon längst bei der EZB und nicht mehr so sehr bei den Staaten? Aber das sind ja die Staaten. Ja. Lagarde kommt ja überhaupt nicht aus der Bankenszene. Die hat keine Erlaubnis, eine Bank zu führen, führt aber eine Bank. Warum? Sie ist Politikerin. Herr Draghi sehen wir jetzt, ist Ministerpräsident, vorher war er da, vorher Goldman Sachs. Also das sind ja die Regierungen. Den Posten hat ja nicht das Volk besetzt, sondern den hat Herr Macron und Frau Merkel besetzt und den Vorgänger eben Herr Sarkozy und andere. Das ist Politik. Und Herr Weidmann war vorher der engste Wirtschaftsberater von Frau Merkel und leitet jetzt die Bundesbank. Also in diesem Geldsystem, da gibt es keinen Free Lunch für Outsider. Herr Barz, EZB forever? Also ich glaube auf jeden Fall, wenn wir an Europa glauben, sollten wir an die EZB glauben. Ich bin auch fest davon überzeugt, das Rahmenwerk der Notenbank ist vom Staat definiert. Und ich glaube auch überhaupt nicht daran, dass der Staat das Währungsthema aus der Hand gibt.
Und da gibt es auch Beispiele, wenn Unternehmen zu sehr da der Meinung sind, sie können einiges machen. Ganz einfaches Beispiel war vor nicht allzu langer Zeit Starbucks und diese Bonuskarten, wo dann irgendwann auch der amerikanische Staat darauf hingewiesen hat, dass sie ab einem gewissen Bonuskartenvolumen dann aber auch eine Banklizenz brauchen. Und dann hat sich da auch eine Logik für gefunden. Krypto ist aus meiner Sicht deshalb, oder sagen wir andersrum, Blockchain ist aus meiner Sicht auch das interessantere Thema. Und da ist zum Beispiel dann auch der Schluss zum digitalen Euro. Das Interessante ist dann nicht nur die Währung, sondern halt auch, dass ich auf so einer Infrastruktur dann Währung und digitalen Vertrag zusammenbringen kann. Da kommen wir wieder zurück zum Tesla, der eben mal selber was bestellt. Der kann das dann halt auch ausführen. Und zum Beispiel ein Thema, was wir uns ja alle sehr einfach vorstellen können, ist, dass wir keine Tankstellen mehr brauchen, sondern dass ich meinen Tesla irgendwo laden kann. Wenn ich das irgendwo laden will, habe ich auf einmal vielleicht eine Vertragssituation zwischen einem Menschen, der Strom bereitstellt, und einem Autofahrer. Und die zwei kennen sich nicht und es gibt auch keine Tankstelle oder sonstige gelernte Infrastruktur, die die Rahmenbedingungen festlegt. Da kann eine Blockchain-basierte Infrastruktur das Vertrauensbasis schaffen, die diesen Vertrag möglich machen. Strom und Abwicklung und Bezahlung dieses Stroms. Und dann habe ich auf einmal einen digitalen Euro, der mit einem digitalen Vertrag für Strom zusammenkommt auf einer Micropayment, also sehr kleinteiligen Zahlungsebene. Und für sowas habe ich dann Infrastrukturprojekte. Und das ist auch aus meiner Sicht Kern vom digitalen Euro. Darum glaube ich auch daran, dass sowas schneller kommen wird, als man denkt. Ich würde aber auch einen Punkt gerne mal ergänzen, weil eben die Frage Banken, Fintech kam. Ich glaube in der Tat auch, am Ende reden wir nicht über Banken versus Fintech, sondern wir reden über ein Ökosystem, in dem alle zusammenspielen. Und da werden sich die durchsetzen, die klare Kernkompetenzen haben und die unternehmerisch denken. Ich würde sogar sagen, dass da Banken in der Größenordnung wie Hauck Aufhäuser von der Größenklasse, wenn sie unternehmerisch geführt sind, im Vorteil sind gegenüber anderen, die irgendwie jedem gerecht werden müssen. Weil am Ende geht es ja immer die Frage, weiß ich, wofür ich stehe, was ist meine Kernkompetenz und ist die auch so relevant, dass andere die auch haben wollen? Und das muss ich ausprägen. Ich vergleiche das gerne mit so einem Beispiel, dieses iPhone, das sieht bei vielen außen gleich aus, aber das, was ja eigentlich das individualisiert, sind die Apps da drauf. Das Zusammenspiel der Applikationen und das ist so ein spürbares Ökosystem. Der Mehrwert entsteht, indem das zusammenspielt. Und so, glaube ich, werden wir auch erleben, dass auf einmal Industrien auch die Finanzindustrie funktioniert. Ich habe verschiedene Anbieter, die verschiedene Dinge tun. Und die werden zusammengestellt, entweder vom Endnutzer, der sagt, ich habe den Anbieter für das Thema, oder von innerhalb der Industrie jemand, der sagt, ich habe den Zulieferer, der mir hilft, meiner Wertschöpfung das anzubieten. Aber es geht immer darum, Kompetenzen zusammenzuführen, um am Ende das Beste zu produzieren. Und da wirkt Digitalisierung und da hilft es halt, unternehmerisch handeln zu können, mit klarer eigener Kernkompetenz. Da scheinen wir aber in Europa irgendwo noch ich sag mal, ein Problem zu haben, zumindest wenn man sich die Kursentwicklung an der Börse anschaut von europäischen Banken, dann hinkt die US-Banken meilenweit hinterher. US-Banken haben hervorragende Zahlen vorgelegt. Wenn man jetzt mal die Deutsche Bank außen vor lässt, die allerdings auch nur mit Investmentbanking jetzt viel verdient hat im abgelaufenen Quartal, muss man sagen, wir kommen hier nicht hinterher. Wobei liegt es daran, dass wir noch nicht modern genug eben auf genau diese Bedürfnisse eingehen mit den europäischen Banken, die Sie gerade genannt haben? Also ich glaube, auf der einen Seite, erstens tue ich mich immer schwer, über die Banken zu reden, weil das ist dann doch durchaus differenziert in allen Ländern. Aber ich glaube in der Tat, dass wir sehen, dass es zum Beispiel in Amerika regelmäßig klare Strategien gibt und dass hier mehr Anbieter noch in der Findungsphase sind. Es gibt aber auch in Europa Positivbeispiele. Das andere, was man natürlich nicht unterschätzen darf, gerade wenn wir über Banken reden, wenn man mal den Schritt zur Finanzmarktkrise zurückmacht, dann glaube ich, aber das ist wahrscheinlich dann Zeit für eine andere, neue Diskussion. Ich glaube ganz persönlich, wir hätten besser auch alle Banken Zwangskapital ausgestattet und hätten den Schritt gemacht, den die Amerikaner gemacht haben. Wir haben die Problematik gehabt, dass wir uns auch eine Zeit lang totgespart haben. Und das gilt halt auch für Banken. Und die Amerikaner haben einfach den Vorteil gehabt, und das kann man sehr schön nachvollziehen, dass sie gerade direkt nach der Finanzkrise alle im Handlungsmodus waren, während in Europa viele im Findungsmodus waren oder gar nicht handeln konnten, weil die Kapitalausstattung fehlte. Und das darf man halt nicht unterschätzen, solche Lücken der Nichtinvestitionen wirken halt nach. Und das sieht man ganz klar und da kann ich auch empfehlen die Biografie von Obama, der sehr schön beschreibt, wie er durchsetzen musste, die Banken zu kapitalisieren gegen die Interessen aller seiner politischen Berater. Und ich glaube, das hat sich für die Amerikaner ausgezahlt, weil die einfach handlungsfähig waren am Tag 1. Und das waren wir hier nicht, allesamt. Bevor ich das kündige ich schon mal an, in einer letzten Fragerunde Sie alle um einen Blick in die Glaskugel bitte. Ayajaf, würde ich Sie ganz gerne noch mal fragen. Ich finde, es hat sich jetzt durchgezogen wie ein roter Faden durch diese Diskussion, dass es immer wieder hieß, okay, es gibt nicht genügend Klarheit in der Strategie, es gibt kein gemeinsames Vorgehen, die Politik ist sehr interessengesteuert. Wie nehmen Sie das wahr in Ihrer Generation, im Kreis der Gründer, vielleicht auch noch im Kreis der Studierenden?
Hat man das Gefühl, dass Deutschland und Europa eine Vision haben oder gucken Sie ganz woanders hin, um sich inspirieren zu lassen? Also ich glaube, wir haben schon eine starke Stimme und haben quasi den Ansatz eher so, wir wollen wirklich eine Meinung vertreten nach außen hin. Wer ist jetzt wir? Wenn wir uns die DSGVO anschauen. Naja, Europa. Europa möchte eine Stimme haben. Genau. Und ich finde nicht, dass, also ich fände es unfair, das vielleicht jetzt sofort damit zu vergleichen, wie wir uns im Wettbewerb schlagen. Klar ist das relevant, aber trotzdem ist es so eine, ja, es ist auch so eine Art Rückgrat, die wir zeigen mit unserer Einstellung, die wir nach außen hin ja auch verteidigen. Und darauf sind manche Programmierer dann auch schon stolz. Also das erlebe ich auch schon. Wir hatten die Macht, Facebook dazu zu zwingen, die Datenschutzbestimmungen an die deutschen Standards teilweise anzupassen. Und das ist schon ein mächtiger Schritt, den der da gemacht wird. Und in dem Sinne, ich sehe meine Generation ganz klar mit sehr klaren Wünschen und einer sehr klaren Richtung, die wirklich auch also grün ist. Sie ist eindeutig grün und sie würden sich freuen, wenn ja, die Grüne Partei da auch endlich ins Kanzleramt zieht und ja, die Veränderungen bringt, wofür sie auch kämpfen. Auf der Straße, über Fridays for Future und ja, einfach für die Vision, die sie eigentlich tagtäglich ausleben wollen. Ja, letzte Runde, Gabor Steingart. Wir haben eine Zentralbank, die mächtig bleibt, sagen Sie, die der Politik Zeit gekauft hat, indem sie jeden Monat Milliarden an Geld druckt. Wie kann das aufhören? Wird diese Zeit gut genutzt? Naja, wir sind ja in die Debatte, die wir jetzt hier führen, die wird schon auch im Land ja geführt. Wie kriegen wir den nächsten Sprung hin? Wie können wir unseren Wohlstand verteidigen, ohne unsere Werte dran zu geben, ohne das Vertrauen in alte Institutionen, von der Notenbank bis zu den privaten Banken? Ich glaube, dass die Leute nicht alles, gerade wenn es ums Vertrauen geht, nicht alles übertragen wollen auf neue Spieler. Insofern haben wir eine Riesenchance in der Wirtschaft, in der Politik auch. Aber es müssen ein paar Entscheidungen fallen in den nächsten Monaten, glaube ich schon. Welche und wer trifft die? Die müssen in Europa und in Deutschland gefällt werden und in Frankreich. Das sind die drei Spieler, die man dafür braucht. Die Stunde Null nach der Pandemie muss stattfinden, dass man das aufarbeitet. Was heißt das generell für das Management unserer Staatlichkeit? Wo verschenken wir uns Sachen? Und dann guckt man sich aus meiner Sicht Branche für Branche an. Das, was Sie ansprechen, ist ja, ich meine, fatal. Die Banken sind das eine. Apple, Amazon und so weiter, die machen in den letzten 12 Wochen, jetzt kommen gerade die Quartalszahlen von Apple und Amazon, mehr Gewinn als Volkswagen im ganzen Jahr. Das ist Wahnsinn. Diese Gewinnzahlen sind einfach Wahnsinn und wir sind nicht dabei. Und das wird leider Auswirkungen haben. Dass wir auf Dauer nicht dabei sind, da tut sich eine Schere auf. Und wir können das Unternehmen und Branche für Branche durchgehen. JP Morgan hat gerade 14 Milliarden nach Steuergewinn gemeldet. 14 Milliarden, die Deutsche Bank knapp eine. 14 versus 1. So, das sind die Größenverhältnisse. Und damit können wir eigentlich sehr schlecht leben. Weil die Generation, von der wir sprechen, die hat dann nicht dieselben Chancen, ganz eindeutig. Wenn China mit einem Wachstum von 6 bis 8 loszieht, die Amerikaner von 4 bis 6 und wir tröpfeln dahinterher mit 2, 5, 3, wenn es hier super läuft, dann ist das eine Scherenbewegung, die in einem Jahr verkraftbar ist, aber die über 10, 20 Jahre dazu führt, dass es einen relativen Abstieg Europas gibt. Mhm. Herr Bentlage, ganz also in Kürze, eben, genau diese Situation, wir tröpfeln hinterher. In China gibt es, ich sag mal, knallharte Ziele, Entscheidungen. Man möchte weltwirtschaftsführend werden, bis zum Jahr 2050, 2060 klimaneutral, obwohl die Emissionen jetzt noch steigen. Ich glaube, keiner von uns hat Zweifel daran, dass China das schafft. Da wartet doch keiner auf uns, oder? Nein, ich meine, man hat es in der Pandemie gesehen. Sie haben ein anderes politisches System. In manchen Situationen ist das extrem effektiv. Während der Pandemie hat man es gesehen, wie gut es funktioniert hat. Und man kann davon ausgehen, wenn Sie sich das Ziel vorgenommen haben, 2060 klimaneutral zu werden, dann werden Sie es auch umsetzen. Das ist gar keine Frage. Aya Jaff, der digitale Euro. Zahlen wir in 10 Jahren mit dem überwiegend oder eher nicht? Ich denke schon. Ich denke, der wird kommen.
Eine sehr kurze Antwort. Chris Bartz, und an Sie die Frage. Wir haben viele gesprochen von Führerschaft, auch von technologischen Führern. Wir haben da sehr viel in andere Länder schauen müssen. Eigentlich war Deutschland immer ganz gut dabei mit Ingenieursleistung, auch teilweise mit Technologie. Können wir irgendwie noch aufschließen in diesem Rückstand, der sich ganz offensichtlich angestaut hat, auch beim Thema Digitalisierung an die Weltspitze? Absolut. Also ich glaube absolut, dass wir das können. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie schnell das gehen kann. Also vor 10 Jahren haben wir auch alle gedacht, oder vor 15 Jahren haben wir alle gedacht, dass Nokia für immer den Handymarkt beherrscht. Das ging dann auch schnell anders. Also die entscheidende Frage wird sein, dass wir tatsächlich aber auch in Zukunft investieren und das richtig tun. Und was ich gerne noch loswerden würde, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht in so eine Verbotslogik reinlaufen. Also momentan empfinde ich zu viele Diskussionen, zum Beispiel im Kontext Cloud-Infrastruktur als ein: Wie verbieten wir den bösen amerikanischen Cloud-Anbietern, etwas hier zu tun, was wir so nicht wollen? Dabei muss eigentlich die Logik sein, wie schaffen wir hier Regeln, die alle Unternehmen, egal wo sie herkommen, dazu zwingen, es so zu tun, dass es unseren Vorstellungen entspricht. Siehe DSGVO, da bin ich voll bei Anja. Das war aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, wo auch Microsoft das jetzt global so macht. Und dann die zweite Frage, wie sorgen wir dafür, dass hier Unternehmen entstehen, die besonders gut darin sind? Weil am Ende wollen wir globale Anbieter sein. Und das startet damit, dass man selber auch ein offener Markt bleibt. Ja, liebe Aya Jaff, meine Herren, recht vielen Dank für eine Diskussion, auf der wir wirklich sehr weite Felder abgesteckt haben. Ich glaube, es kommt Optimismus durch, die Wirtschaft wird durchstarten. Europa kann der Welt zumindest die Stirn zeigen, indem man auch klare gemeinsame Entscheidungen trifft. Es wird nicht ganz einfach sein. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich fragen, was wir uns wünschen wollen. Auf der einen Seite einen spannenden Bundestagswahlkampf, der aber auch mit sehr viel wahrscheinlich Grabenkämpfen verbunden sein wird. Oder ob man eher auf die Visionen nach vorne schauen möchte. Die Börse auf jeden Fall, das ist meine Meinung und das ist das Feld, wo ich am ehesten eine Prognose wage, wird sicherlich durchstarten. Es wird auch hier jetzt immer schneller gehen mit dem Impfen, obwohl wir schrecklich lange gebraucht haben. 16.000, ich würde sagen, wir sehen die irgendwann am Anfang des zweiten Halbjahres. Und ja, ansonsten darf ich mich bei Ihnen bedanken. Danke auch für etwas mehr Zeit. Das kann man sich in diesem Setting erlauben. Bei NTV hätte man uns schon längst das Wort abgeschnitten. Herzlichen Dank im Namen von Haug und Aufhäuser. Bleiben Sie mit uns in Verbindung und im Austausch mit Haug und Aufhäuser in allen Bankfragen und mit uns übrigen über alle Medien. Herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend noch und vielleicht noch mal einen Blick raus nach Berlin, wo es jetzt noch mal sonnig ist. Das Gewitter hat sich verzogen. Und damit ist doch die optimistische Stimmung untermalt. Dankeschön.